Ey, yo Leute, was geht ab? TF Blade wurde gebannt. Er wurde nicht nur sein LOL-Account wurde gebannt, er auf Twitch wurde auch gebannt. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, TF Blade ist ein Spieler aus NA, der Rang 1 in NA gemacht hat, Rang 1 Challenger. Er ist dann nach EU gekommen, hat dann dort Rang 1 gemacht und war jetzt auf Türkei und Nordic in East. Ich weiß nicht, ob es da geschafft hat. Aber er wollte da Rang 1 machen und er wurde jetzt gebannt. Ja, ich möchte nicht über diesen Bann selbst reden. Ja, es ist mir persönlich irgendwo kackegal, ob er gebannt worden ist oder nicht. Sondern es geht mir hier ein bisschen mehr um Riot selbst. Ja, dazu werden wir gleich kommen. Er hat hier eine riesige Entschuldigung geschrieben auf Twitlonger und so. Dazu kommen wir gleich. Bevor wir aber dazu kommen, Leute, kurz schamlose Eigenwerbung und auch nochmal Informationen für euch. Und zwar, wenn ihr auf playershub.de drauf geht, /Bootcamp, ihr habt den Link unten in der Beschreibung, dass ihr wisst, Leute, jedes Bootcamp, das noch in diesem Jahr ist, hat 20% Rabatt drauf. Das heißt, der Platz hier im Oktober, diese zwei hier im Oktober, dann haben wir hier noch Season Traum Gold Elo Spezials, die es noch was haben. Und es sind schon Termine da für das nächste Jahr. Ja, das heißt, ich glaube bis April, März, oder? Doch, bis April sind neue Termine da und es gibt auch noch zwei Spezial-Bootcamps. Die sind noch nicht freigeschaltet, aber nur, dass ihr wisst, dass sie existieren. Das ist ein Special Bootcamp mit 10 Spielern. Da wollen wir kein ein Team hier haben, sondern zwei Teams. Und wir werden noch Burrito of Doom als Co-Coach hier haben. Nur, dass ihr wisst, dass diese hier ebenfalls noch existieren. Wichtig auch nochmal für euch, wenn ihr vorhabt, euch diese Season Traum Gold Elo Spezialcamps zu holen. Das sind Bootcamps, die speziell nur dafür da sind, um euch selbst auf Gold Elo zu kommen. Es läuft auch gerade eins. Sind auch schon auf einem sehr guten Weg eigentlich. Also ich denke schon, dass ich das mit den Herren hier hinbekommen werde. Die kosten ja im Normalfall 500 Euro, weil die sind auch einen Tag länger mit Spezialtraining und alles und jenes. Hier gibt es einen Bug, dass ihr Bescheid wisst. Und zwar steht hier, welches Paket ihr haben wollt. Die Gold-Elo Spezialpakete haben auch 20% Rabatt, aber diese Pakete hier sind falsch. Ihr könnt hier irgendein Paket auswählen und ihr bekommt dann trotzdem halt das normale Paket, denn es gibt da nur eins. Das steht dann bei euch in der E-Mail auch nochmal drin. Ja, das heißt, wählt hier einfach irgendwas aus, dass es hier... Scheiß, egal. Ja, falls ihr nicht wisst, was ein Bootcamp ist, Leute, ihr kommt quasi hier hin, vor Ort, ihr übernachtet hier, ihr pennt hier, ihr könnt hier die PCs die ganze Zeit nutzen, ihr kriegt dreimal am Tag was zu futtern von uns, frisch gekocht von unserer Irene, wenn sie mal da ist, und dann coache ich euch hier dann League of Legends für 8 Stunden am Tag, ja. Gut, Leute, dann kommen wir zum Thema. Gehen wir erstmal durch, was er geschrieben hat, ja. Der Grund, warum er auf Twitch gebannt worden ist, der Twitch-Bann ist auch höchstwahrscheinlich derselbe Bann, warum er auch in LOL gebannt worden ist, ja, steht ja zumindest so drinne, damit ihr auch nochmal wisst, was überhaupt passiert ist. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, und wie ihr seht, Leute, höre ich gerade wieder ein bisschen Kollega, ja, über das, was da rechts steht, wird eh mal geredet. Ey, yo, was soll die Scheiße? Jetzt gibt es eine Reaction auf mich selbst, wie ich auf andere reacte. Läuft. Ihr könnt euch dieses Video auch komplett selbst anschauen. Ich will euch nur kurz zwei wichtige Stellen zeigen. Ah, vielleicht sollte ich mich hier irgendwo wegmachen. Wait, kill that guy, bro! Hallo? Where the fuck is my mid laner? What the fuck is this region? Why is this region not permaban? Oh my gosh, look at this shit. Why does the jungle get it too? This is such an autistic region, man. This is such an autistic region. Fuck you, give me that kill! Go, get it! Ich will dir eins anmerken, das ist Türkei Challenger und die trollen ihn mit Absicht. Ja? Moment, wir gehen, es gibt noch einen zweiten Clip hier. Der hier. This server should not exist. When there's like E-West and E-Northeast. Er ist gerade Rang 2, Leute, steht oben links. Er ist gerade Rang 2. Look at this region. Look at this challenger. Just look at this region. Challenge. Also, hurts?
This is really not worth my time, is it? Merkt euch das. Das wird wichtig sein. Ja. Aber dass ihr schon mal wisst, der Typ hat, ich weiß nicht, wie viele Viewer er hat. Ja, ich sag jetzt mal 20.000. Sag ich jetzt mal einfach spontan, ja. Er hat 20.000 Viewer und vor 20.000 Viewern trollen diese Leute rum. Und wollt ihr ein Fun Fact wissen, Leute? Die sind nicht gebannt. Die sind nicht gebannt. So, aber gehen wir es erstmal durch. Scheiße, jetzt, oh, ich hasse solche Videos, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es direkt übersetzen soll, ob ich es auf Englisch lesen soll. Dann wisst ihr was, Leute? Ja, ich mach's einfach. Ich fühle, dass ich es euch schulde, euch einen Grund zu geben für meinen Bann. Am Anfang hatte ich Angst, ob es schlecht für meinen Ruf wäre oder nicht. Aber dann ist mir klar geworden, dass die Wahrheit zu verstecken einfach schlimmer wäre. Ich mache Fehler als ein Mensch und es ist wichtig, von diesen auch zu lernen. Ich wurde gebannt auf Twitch, weil ich keine Ahnung hatte, dass es schlimm ist, eine Region im Spiel Dog oder also Hund oder dumm zu nennen aus Frustration. Und ich hatte auch keinen Grund, jemanden damit wirklich zu verletzen. Und ich wusste auch nicht, dass es ein Grund ist, dafür gebannt zu werden. Also er hat sie nicht beleidigt, um die zu verletzen, ja. Er hat nämlich so Sachen gesagt wie ihr türkischen Hunde und sowas. Das ist mir so zu kacke, das hätte ich mir vielleicht mal vorher aufschreiben sollen. I behaved this way because I was on the time pressure of achieving my goal of getting rank 1. I had roughly about 10 days remaining and was playing around 16 hours a day. Aber warte, wir machen das lieber so. Er hatte halt Zeitdruck, ja, um noch Rang 1 zu machen, denn er war ja, ich glaube, er ist ja Schweden oder so hingegangen, wenn ich mich nicht irre. Und er hatte noch 10 Tage Zeit, um halt Rang 1 zu machen. Und er hat 16 Stunden am Tag gespielt. Leute, ganz ehrlich, 16 Stunden am Tag, lol, Digga, da würde ich boom gehen. Would randomly wake up in the middle of the night and start playing before eating breakfast. I wanted to have no regrets about giving my best. Er ist halt irgendwann random aufgestanden in der Nacht und hat noch gezockt, bevor er überhaupt erst gefrühstückt hatte. Und er wollte halt unbedingt sein Bestes geben, damit er es halt auch schafft. Ja. So I started playing and playing, but people would just purposely target in me and be toxic to me with the intention of preventing me from my goal. Ne? Das heißt, er hat halt viel gespielt, aber Leute haben ihn mit Absicht geintet und waren toxic ihm gegenüber, um ihn von seinem Ziel aufzuhalten. It was getting very frustrating, so I contacted Riot Games for help, telling them about the situation, provided proof and submitted tickets to get these players punished so that I can achieve my goal. But nothing ever happens to those players as they continue to ruin my games and even up to this day they have not been punished. Es wurde irgendwann sehr frustrierend, sodass ich Riot für Hilfe angeschrieben habe und ihn über meine Situation erzählt habe. Ich habe ihnen Beweise gegeben und ich habe Ticket geschrieben, so damit man diese Spieler bannen kann, sodass ich mein Ziel auch erreichen kann. Aber es ist nichts passiert. Diesen Spielern ist aber nichts passiert. Sie haben weiterhin meine Games zerstört und bis zu diesem Tag hin sind sie immer noch unpunished. So, wir gehen das erstmal. Ja. Therefore, with all this tiredness I was experiencing from the low sleep and frustration, I admitted, I let anger get the best of me. I had every right to be angry, but no right to be toxic the way I was, even if that was the only vibe I was feeling from others. And I tell you, it was pretty damn difficult to not be toxic in that moment. Deswegen, und auch mit der ganzen Müdigkeit, die ich hatte, von der ganzen, weil er halt wenig gepennt hat, ja, und auch dann deswegen frustriert war, gebe ich zu. Die Wut ist über mich gekommen. Ich hatte jeden Grund, um wütend zu sein, aber nicht um toxisch zu sein, so wie ich es war. Aber es war das einzige, wie nennt man Vibe? Es war die einzige Stimmung, die ich fühlen konnte, sagen wir das mal so. Und ich sag's euch, es war echt schwer, nicht toxisch in diesem Moment zu sein. This behavior comes from the human nature, in my opinion. When you are hurting, you hurt the people around you to express how you are feeling. It's the easiest way, but not the right way. Dieses Verhalten kommt von der menschlichen Natur, dass wenn man selbst verletzt ist, dass man andere verletzt. Und es ist echt schwer, das nicht zu machen. Nee, es ist die leichteste Möglichkeit,
aber nicht die richtige Möglichkeit, um das halt wegzubekommen. Regardless of all of this, my sincerest apologies goes to the people that I hurt. You have to believe me when I tell you that that was never my intention. I always had a dream of encouraging people, not discourage. I can promise you that I will give it my very best to make sure this will never happen again. Blah, 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 Bullshit, Gelaber, tut mir leid, wird nicht mal wieder passieren und so weiter und so fort. Leute, aus meiner Sicht, ihr könnt ja hinschreiben, wie ihr es wollt. Also erstens, warum soll bitte Turkish Dog fucking rassistisch sein? Ja, klar, Leute, ich kann, alles kann rassistisch sein. Aber denkt man darüber nach. Warum wird das gebannt? Aber wenn ich sage, jemand spielt wie NA Trash oder sowas, dann ist es das nicht. Warum wird jetzt gesagt, es ist Rassismus? So, versteht mich nicht falsch. Ja? Wenn du sagst, nur du Hund, dann ist es nur du Hund. Klar, ist auch eine Beleidigung. Wenn ich aber sage, du türkischer Hund, dann ist es ein türkischer Hund. Aber er spielt dann auch auf dem türkischen Server. So, macht für mich persönlich keinen Sinn, ja. Wenn ihr sagt, du, wenn ihr zum Türken sagt, du türkischer Hund, dass es dann Rassismus ist, dann von mir aus, ja. Aber warum werden andere nicht bestraft? Leute, NA, es wird immer auf NA geschissen. Immer, 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 immer. Seitdem ich denken kann, was heißt seitdem ich denken kann? Seitdem ich LOL spiele, ich glaube, okay, nicht von Anfang an, aber ich glaube, seit Season 2 oder seit Season 3 wird gesagt, NA ist ein Meme. NA-Spieler sind scheiße. Da wird nicht gebannt. Diese Typen, die das gemacht haben, trotz, Leute, er hat Riot Games angeschrieben. Das kann man natürlich sagen. Er macht ja einen auf Night Blue, der ja auch Riot angeschrieben hat und gesagt hat, bann den. Hier ist ein Unterschied. Hier gab es welche, wo man Bedingungen, wo man einfach direkt sagen kann, das sind Trolls. Du müsstest blind sein, um das nicht zu erkennen. Dieser Nubrak-Fall ist was anderes. Ja, da können sich Meinungen scheiden und sowas. Aber das hier, Leute, ihr habt es doch eben gesehen, ne? Ihr habt es ja eben hier gesehen. Die tanzen in der Mitte und klauen rum. Da sieht doch jeder, dass die rum. Warum sind die nicht gebannt? Ich finde es fair, dass er Riot angeschrieben hat und gesagt hat, Alter, die bauen hier Kacke. Denn, Leute, er ist einer der größten Streamer auf Twitch. Und soll ich sagen, was jetzt aus diesem Statement passiert? Soll ich sagen, was jetzt da passiert? Es denken sich alle, geil, Alter, ich darf Scheiße bauen. 10.000, 20.000 Leute dürfen das sehen. Mir wird eh nichts passieren. Ihm wird nichts passieren. Es geht hier rein um den Twitch-Bann. Ja, dass er auf Turkey gebannt worden ist, juckt erst keine Sau. Also, finde ich jetzt, ist nicht so schlimm, ja. Er wurde hier von Twitch gebannt. Wenn Twitch so etwas bannen möchte, finde ich auch nicht cool. Wie gesagt, NA wird sehr oft beleidigt. Twitch-Chat ist da auch ziemlich und alles und jenes, ne. Aber dass da sogar Riot nichts macht, das stört mich. Das, Leute, so steht Riot den Leuten gegenüber. Ist uns doch egal, ob ihr Games runterlauft. Solange ihr nichts Schlimmes sagt, juckt nicht. Solange ihr weiterhin Ari-Skins kauft, machen wir neue Ari-Skins, Leute. Prestige-Edition. Riven. Viele Leute spielen Riven. Buffen wie man Riven, ist auch ein anderes Thema. Wollte ich nochmal so kurz gesagt haben. Es kann jetzt auch sein, das habe ich gesehen, dass... Warte mal, vielleicht finde ich das eben. Und zwar hat... Hier. Er ist ja Streamer bei Team Liquid, ja. Und der CEO von... Oder? Nehmen wir doch. Nee, der Co-CEO. Achso, okay, da gibt es einen anderen. Hat er geschrieben, dass er sich den Fall von TF Blade angesehen hat und so weiter und so fort. Und... Jetzt hier am Ende natürlich der Klassiker. Dieses Verhalten spiegelt nicht die Werte wider, die Team Liquid hält und auch von seinen Spielern gegenüber erwartet. Wir werden entscheiden, was mit TF Blade in den nächsten paar Tagen passieren wird. Das ist dieses typische, wir schauen, also aus meiner Sicht zumindest, wir schauen uns einfach mal an, wie die Community drauf reagiert. Und wenn die sagen, TF Blade böse, dann werfen wir ihn raus. Leute, nur weil er in der Türkei hart getrollt worden ist, der, wenn er nicht Rang 1 erreicht, wurde sein Account in der Türkei gebannt. Ich glaube, sein Account auf Nordic und East wurde auch gebannt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, so könnte ich mich irren. Die Leute denken, er ist toxic, wobei ich sein toxisches Verhalten echt nachvollziehen kann. Er wurde auf Twitch gebannt und er wird vielleicht aus seiner Org rausgeworfen. Was lernen wir daraus, Leute? Spielt nicht auf den türkischen Servern. Und ich als Türke, ich kann das auch sagen. Aber ja, Leute, das war's so von mir. Ich finde das traurig. Ich finde nicht traurig, dass er gebannt worden ist. Also, Leute, er ist mir echt scheißegal. Ich schaue mir seinen Stream nicht an. Ich kenne ihn als Person nicht richtig. Ich weiß halt nur, dass er existiert, ne? Ich finde auch nicht, dass
Streamer ein Bonusrecht oder sowas haben sollten, wenn es darum geht, Riot anzuschreiben, Leute bannen zu lassen. Ich finde es hier in diesem Fall okay, dass er es gemacht hat. Denn ich fand, das hier war kein Power Abuse. Er meint ja auch, er hat Tickets geschrieben. Völlig normale Tickets. Hat auch Beweise geliefert und so weiter und so fort. Er hat nicht einfach gesagt, bann ihn, weil ich ihn gebannt haben möchte. Und da hat Riot seiner Content Creator fette einfach stehen lassen. Einfach hängen lassen. Ja. Aber ja, Leute, ihr könnt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.